Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2. Habt ihr Bock auf eine Poolparty? Anscheinend gibt es heute eine Poolparty. Wurden wir auch eingeladen? Also ich habe keine Einladung bekommen. Naja, gucken wir mal. Unser pilzköpfiger Freund aus dem Mausoleum hat uns eine Aufnahme meines 3D-Sicherheitssystems mitgebracht. Werfen wir mal einen Blick darauf. Oder hinein. Na dann, Luigi. Ich habe die Aufnahme, die unser Toad dabei hatte, dekodiert. Schauen wir uns die Sache mal an, ja? Okay. Ui. Da, das ist der Schlüssel. Na nö. Da, dieser Schlüssel. Der ähnelt doch frappierend unserem Baumtor, oder? Das scheint, als würde der Buhu ihn jenem violetten Geist übergeben. Wir müssen diese Szene gründlich nach Hinweisen absuchen. Guck mal da, das Gemälde an diese Schuhe. Sieht strange aus. Mit Hilfe der Bewegungssteuerung kannst du dich umsehen. Okay. Wichtig ist, dass du das Bild ganz genau inspizierst. Dann findest du bestimmt etwas, was dir weiterhilft. Mit Z und R suchst du. Okay. Okay, okay. Gucken wir uns mal hier ganz genau um. Also, wir haben ja da diesen Buhu. Das Dachschwimmbad ist wohl der Treffpunkt der Buhus. Ein Sammelbecken sozusagen. Buhus wären stärker, wenn sich mehrere von ihnen zusammenschließen. Das gefällt mir natürlich nicht so. Dann, ja, da sind noch mehr Buhus. Die kleinen Racker sind ganz außer Rand und Band, ob die Buhus daran schuld sind. Und dann haben wir das. Was tragen die Buhus denn da durch die Gegend? Sehr verdächtig. Vor allen Dingen, diese Schuhe da. Die kommen doch irgendwie einem bekannt vor. Naja, gucken wir mal. Was haben wir noch hier? Nichts weiter? Ach, die Bewegungssteuerung ist echt nicht gut gerade. Ich muss meinen Baumcontroller schon so ein bisschen ganz schön dolle herumbewegen. Kurios, diese Geistergattung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja. So, haben wir das geschafft? Achso, mit B kann ich zurück. Achso, okay. Der Schlüssel in der Aufnahme. Das ist nicht der besondere Schlüssel, den wir suchen. Und damit können wir ganz bestimmt das Tor im hohlen Baum öffnen. Die Geister haben den Schlüssel versteckt. Sie wollen uns wohl nicht durch dieses Tor lassen. Damit bleibt uns das Fenstermondstück fürs Erste verwehrt. Haha, ganz schön schlau, diese kleinen Schelme. Damit meinem wachen Geist haben diese losen Laken nicht gerechnet. Was ist das da für ein Raum in E4? Voila! Die 3D-Aufnahme zeigte eindeutig das Dachschwimmbad. Dort muss der Schlüssel sein. Finde einen Weg dorthin und schnapp ihn dir. Ans Werk! Dann holen wir uns den Schlüssel. Ich habe richtig dolle Bock. Auch nachdem ich im letzten Part dann doch nochmal eine Mission nochmal neu malen musste für den Buhu. Ich habe darüber jetzt geschlafen und ich habe heute irgendwie richtig dolle Bock auf Luigi's Mansion 2. Wieder die Gegend zu erkunden, Juwelen zu finden, Buhus zu finden und so weiter und so fort. Also daher lasst uns hier in dieses Abenteuer reinstarten. In dieses Gruselabenteuer. Und natürlich sind wir mal wieder vorm Schloss. Vorm Tor meine ich, vorm Schloss. Ja, ein Schloss haben wir hier eher weniger. So, dieses Mal sind die Pflanzen hier auch verwelkt. Interessant. Wir gucken uns trotzdem ein bisschen um, weil es ist ja wegen Buhu, wissen wir ja alles. Was ist dieses Mal hier im Baum drin? Das interessiert mich gleich mal. Wir hatten jetzt schon 4 Goldbahnen, danach hatten wir eine goldene Rabe und dann, glaube ich, eine goldene Spinne. Was haben wir dieses Mal? Ein goldener Geist! Okay, der ist mir natürlich aber auch recht. Und dich haben wir! Ja, mit dem Money. Vielleicht das erste Geld hier. Achso, und darum war es hier auch so dunkel. Interessant. So, wir hätten hier die Möglichkeit, auch Wasser zu kriegen. Wir können hier durchschauen. Da habe ich bisher noch nie durch. Achso, das ist der Raum hier. Okay. Also, da hatte ich bisher noch gar nicht durchgeschaut. So, ist hier irgendwie was unsichtbar. Wir haben ja eine verdammt große Leiste jetzt, der Düsterlampe. Da können wir sie eigentlich auch ganz gut nutzen. Und auch dieses Mal auf Auffälligkeiten zu achten, so Podeste und so. Da hätte ich im letzten Part ein bisschen mehr aufpassen müssen. Und da bei der Vase, die man in dem Mausoleum erscheinen lassen kann. Man konnte kurzzeitig sogar sehen, dass da eine Vase erschienen ist, als ich da herumgeleuchtet habe im ersten Durchlauf. Und darum war ich so auf, war da jetzt was? Aber ich hab ja dann nochmal herumgeleuchtet, aber ich habe den Fehler gemacht. Nicht noch weiter umgesehen, leider. Da habe ich diesen Fehler halt begangen. Ich hätte mich noch mehr umsehen müssen. Gerade in diese Ecke da rein. Das habe ich nicht getan und somit habe ich leider nicht die Vase gefunden. So, hier einfach mal schnell vorbei. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Wo ist denn das?
E4. Im linken Turm ist das, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir links mal rein. Warum ist diese Tür hier grau? Achso, weil die aktuell zu ist. Aha, okay. Ja, diese Piranha-Pflanzen oder Venofliebes. Sieht aus wie Venofliebes. Die kann man jetzt leider nicht besiegen. Wir haben hier keine Pflanze und die haben hier schon ordentlich Leben abgezockt. Daher einfach mal hier in den nächsten Raum rein. Gut, dass jetzt nicht alle Räume verfügbar sind. Finde ich sogar ganz nice. Was bist denn du? Oh, die greift mich an. Ich dachte, ich kann vielleicht das Fass nehmen und sie da so ein bisschen reinlocken. Kann ich dich vielleicht anblitzen? Warte, so kann ich dich... Ha, ja. Okay, okay. Passt. Kriegen wir so ein Herz für. Ich gehe mal kurz hier in diesen Raum hinein nochmal. Nicht, dass hier jetzt irgendwie was ist, wo ich ein Juwel kriege oder so. Daher, falls es hier ein Juwel gibt, möchte ich das holen. Vor allen Dingen, weil dieser Raum halt jetzt nicht zu ist. Andere Räume sind zu, der Raum ist nicht zu. Und hier hatten wir bisher noch kein einziges Juwel aus diesem Raum rausgeholt. Und bisher gab es auch keins. Also da bin ich mir auch sehr sicher, dass es hier bisher keins gab. Aber es kann ja sein, dass es jetzt eins gibt. Ups, das war doch ein bisschen fake. Aber jetzt haben wir. Und es kann natürlich jederzeit hier was für ein Buhu sein. Aber mal wieder gibt es nur Geld. Nur Geld. Ich sag zu Geld nicht nein, das ist klar. Lass mal das ganze Geld hier einsammeln. Komm hier durch. Ah, das Geld verschwindet so langsam. Noch möglichst viel Geld nehmen, aber mehr ist auch nicht drin. Ein Knochen! Schon wieder ein Knochen. Ich weiß gar nicht, was wir mit den Knochen alles machen können. Aber die werden mir aber auch nicht angezeigt, wenn man zurückgeht und dann bei Igitt alles abliefert. Da werden ja Juwelen uns alles angezeigt, aber Knochen werden dann nicht angezeigt. Das ist schon strange. Vielleicht sollte ich mal im Internet mal gucken, was diese Knochen machen. Weil ich dachte, das kommt noch irgendwie, aber bis jetzt haben wir da noch nichts zu sehen. So, ich denke mal, der Raum ist clear. Was war da gerade? Keine Ahnung. Da unten ist ja das Juwel, da brauchen wir jetzt nicht hin. Die Tür brauchen wir jetzt eigentlich... Obwohl, ich guck mal kurz rein, was ist da jetzt in der Tür ist. Aber ich glaube... Stimmt, im letzten Part haben wir ja da ein Juwel gefunden. Ich denke mal jetzt nicht, dass da irgendwie was Krasses ist. Ja, guck mal, ich müsste auch wieder die Rohre wieder aktivieren. Da ist einfach nur das Juwel wieder. Komm, wir können ja mal sagen, Wassermarsch. Ich glaube, damit machen wir mal Wassermarsch, würde ich mal schätzen. Dann sind hier wieder die Rohre. Ich lasse die trotzdem erscheinen. Nicht, dass dadurch der Buhu weg ist. Oder dass wir dadurch den Buhu erscheinen lassen können. Wo ist denn das Ding da? Ja, okay, passiert hier nichts. Sind alles Räume, die wir halt hier schon kennen. Da ist jetzt eine Pflanze. Lass mich raten, das ist wieder so eine Riesenpflanze. Die wir jetzt erstmal irgendwie aufmachen müssen. Gießen müssen. Eine Riesenpflanze, wo man dann wieder eine Treppe hochgehen kann. Da ist eine Schatztruhe. Okay, mit der Düsterlampe sich umsehen, das lohnt sich immer. Auch wenn da jetzt kein Buhu ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Für das bisschen Geld. Hey, wir wollen ja auch so schnell wie möglich unser nächstes Extra haben. Machen wir mal das Licht, das Wasser an. So, Wasser läuft. Und dann? Geht das so? Ach, guck mal, da hinten ist Wasser auch noch. Machen wir so. Und dann lassen wir mal die Pflanze wachsen. Ich will trotzdem gleich mal kurz in den Gang rechts mal reingucken, ob da noch irgendwie was ist, wegen Buhu und so. Aber das gucke ich einfach mal schnell so mal nach. Tatsächlich ist hier eine Pflanze. Gucken wir mal. Und die Rahmen sind weg. Okay, gab es jetzt nur einen Schein, aber... Aua. Hier ist trotzdem so eine blöde Pflanze. Herz nehme ich. Hier ist bestimmt noch einer. Warte, kurz antäuschen. Perfekt. Und dann zack. Oh, es hat sich gelohnt, hier lang zu gehen. Es hat sich so gelohnt für ein Juwel. Und hier in den Raum geht es gar nicht rein. Es hat sich so gelohnt. Das ist dann wahrscheinlich wirklich nur ein Juwel, was man nur in dieser Mission kriegt. Wie in der Finstervilla. Boah, beinahe will ich da einen Teppich rein. Wie in der Finstervilla. Das Juwel mit dem Helm. Aber hier ist es halt auch hilfreich, dadurch, dass die anderen Räume abgesperrt sind.
Boah, was ist das für ein gruseliges Zimmer? Ich bin ja weg. Boah, ich finde solche Puppen auch so in verlassenen Häusern oder so in Filmen ganz, ganz schrecklich. Und ich habe so ein bisschen Angst, was da jetzt auf mich wartet. Hallo? Oh, es verfolgt mich. Warte, wie die Glubschaugen in Super Mario 64. Einfach mal laufen. Aber bringt nichts. Doch, der Kopf wird abgedreht, oder? Okay. Das nächste Juwel. Es fehlen nur noch 3 Juwelen. Ja, moin. Ah! Oh mein Gott, ich habe mich selber erschrocken. Nochmal, werde ich mich jetzt nicht erschrecken. Oh mein Gott, ey. Ist das lustig. Einfach mal alle aktivieren. Ganz einfach. Oh nee, ey. Da ist auch noch eins. Ist hier noch irgendwie was unsichtbar? Das wäre so ein perfekter Raum auch für ein Puhu. Warte, was ist da? Da kann ich reingucken. Wie gruselig, da sehe ich mich selbst. Ich bin in diesem Haus da drinne. Stimmt, der Raum sieht auch generell untypisch für die Eva-Türme aus. Das war eine gewisse Erleuchtung, so ihr seht gerade. Aber warum sind die Türen noch hier versperrt? Da ist das der Kleiderhaken oder was? Nee, ein Handtuch ist da unsichtbar gewesen. Leider nicht für den Buhu. Hat mir jetzt auch rein gar nichts gebracht. Aber irgendwas muss ich hier machen. Na, ich wollte nicht. Ich dachte, ich kann mit der Puppe interagieren. Nee, kann ich auch nicht. Was muss ich hier machen? Die Vorhänge kann ich halt wegmachen. Wie häufiger mal. Aber irgendwie muss es hier einen Geist oder so geben. Weil ja die Ausgänge abgesperrt sind. Die Lampe da oben. Auch nicht. Warte, ich sehe mich dort. Die Lösung könnte hier irgendwie. Es wackelt. Warum wackelt das? Aha, weil da ein Geist drin ist. Habe ich dich, mein Freund. Und dein Kumpel kann auch nicht helfen. Oder Kumpels. Ganz im Gegenteil, die werde ich schön einsaugen. Ja, warte. Ich möchte eigentlich beide gleichzeitig haben. Ja gut, die sind so weit auseinander. Das wird leider nichts. Ah, warte. Haben wir dich? Okay, Raum geklärt. Ah, mit der Düsterlampe habe ich mich ja schon umgesehen. Hier ist sonst weiter nichts unsichtbar oder so. Daher kann ich eigentlich direkt weiterziehen. Juwel haben wir hier auch bekommen. Der hält direkt in den nächsten Raum hinein. Das Wohnzimmer. Anscheinend kann man hier tatsächlich auch in den Eva-Türmen wohnen. Warte, da ist es. Da ist ein Schatten. Komm, direkt der Buhu. Bitte seid. Da hat der Buhu drin. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber ich gucke mir trotzdem die ganzen Schränke an. Also, ja, wir sind doch noch in den Efeu-Türmen drin. Es ist hier halt alles komplett überwuchert. Alles komplett überwuchert hier. Hier wächst es schon so richtig rein. Boah, ich finde sowas aber krass. Ich habe damals, heutzutage eher weniger mehr, aber ja, es gab eine Zeit, da habe ich Lost Place Videos richtig exzessiv angeguckt. Und so weiter und so fort. Das hat mich lange Zeit sehr doll gereizt. Jetzt gucke ich eher weniger mehr. Aber ich finde, das fand ich immer so interessant. So Wohnhäuser, die so schon verwachsen sind, wo die Natur schon reinkommt, wo man das richtig sieht. Das fand ich immer so interessant. Ist das aus Luigi's Mansion 1 ein Track? Hab eben überlegt, woher kenne ich diesen Track? Ich meine, aus Luigi's Mansion 1 wäre ja auch naheliegend.
So ein kleines Luigi's Mansion 1 Easter Egg. So. Was ist damit? Ah, perfekt. Gestatten. Bürokrat. Dieses Anwesen gehört seiner Majestät. König Buhu. Verfügen Sie über einen Villenpassierschein Art 38 samt Rahmenrückerlaubnis. Richtlinienkonform, gestempelt und in doppelter Ausführung. Ah, etwa nicht? Das ist bedauerlich und wird eine Strafe nach sich ziehen. Boah, ich find's so cool, wie jeder Buhu hier eine eigene Identität hat. Kann man schon so sagen. Jeder Buhu hat eine eigene Identität. Und wo bist du da bist? Ah, Luigi, erschreck dich doch nicht. Bleib doch da in die Richtung weiterhin. So, der Raum ist nicht so groß. Wir sollten ihn mit einem Hieb vielleicht kriegen. Ja, haben wir. So, erstmal das Geld alles. Dann haben wir den Buhu dieses Mal abgeschlossen. Sehr schön. Muss nicht die Mission nochmal neu machen, um den Buhu zu finden. Geil. Und dieses Mal ein Buhu, der nicht direkt am Ende ist. Ist eigentlich auch ganz nice. Naja, ja. Es könnte natürlich sein, dass hier noch ein Juwel irgendwo ist, aber sieht nicht danach aus. Wir hatten jetzt zwei Juwelen hintereinander, also daher. Ich denke mal, hier sind wir durch. Wir gehen weiter. Treppengang ist das. Der Sonnengarten, um genau zu sein. Krank sieht das hier aus. Eine Kiste, da wird wohl kaum ein Juwel drin sein. Das wäre einfach zu einfach. Also manche Juwelen werden echt einem hinterher geschmissen. Also wirklich. So, wir müssen mal die Treppe ausbauen. Das war jetzt echt einfach. Weil man ja den Schatten schon sowas angesehen hat, dass da auf dem Tisch was ist. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Bis jetzt sind wir hier ganz gut in diesem Gebiet mit dabei, dass wir vielleicht alle auch dann direkt kriegen. Oh. Oh, herrlich, dieser Humor. Ich liebe ihn. Ich liebe das. Na, oh! Ey, jetzt wäre ich hier auch noch reingelegt, ey. Ich habe das Loch nicht gesehen. Herzen, okay. Kommt jetzt ein Bosskampf oder was ist hier los? Ja, komm, wir gehen rein. Ja, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht angekommen, noch längst nicht angekommen. Wir brauchen Schlüssel? Wir brauchen Schlüssel. Warte, hier ist ein Ventilator. Das heißt... Oh. Dass da irgendwas passiert. Und da sind die drei Geister! Die sich in der Kissenschlachten liefern. Darf ich mitmachen? Herrlich. Es ist so herrlich. So, kommt mal bitte raus aus den Betten. Bitte alle drei gleichzeitig. Das wäre ja schon... Achso. Da holt sich... neue Bettdecken. Was ist jetzt hier los? Ach komm, in jedem Bett ist ein Geist drin, also holen wir erstmal den ersten. Bam. So, dann ist hier auf jeden Fall noch ein Geist drin. Ich kann die Bettdecke gerade nicht nehmen. Warte, warte. Ich verfolge es. Hier rechts ist auf jeden Fall noch einer. So. Aber auch cooles Rätsel. Auch sehr, sehr cool gemacht. So. Da ist einer. Okay. Ich glaube rechts, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ja! Ha! Bam! Solche Spielchen liebe ich. Und wir kriegen den Schlüssel von denen. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Kurz noch in den Schränken gucken. Juwel haben wir ja gerade erst bekommen. Daher wird es hier kein Juwel geben. Sagte ich eben und habe ein Juwel bekommen. Eben in dem Raum davor. Oder ja doch, das war der Raum davor. So, Schlüssel machen wir hier rein. Und es geht dann hier weiter. Die Tür da hinten ist abgeschlossen. Wir müssten aber in den Raum da hinten eigentlich rein. Weil da geht es dann hoch am Ende. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal woanders her einen Schlüssel herkriegen. Ja gut. Hier irgendwo noch was Interessantes? Nein. Warte mal, das ist... Hier waren wir schon im letzten Part. Ich erinnere mich. Die Frage ist nur, woher kriege ich jetzt einen Schlüssel? Kriege ich den drüben?
Aber hier sind wir schon lang gegangen. Ich wollte schon sagen, das Konstrukt auf der Karte, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwie einen Schlüssel kriege. Guck mal, die Dinger, die Bären sind hier neu. Komm, gib mal her. Das hier ist neu, das heißt, ich kann hier mal nach oben flitzen. Ja, guck mal einer an. Warte, da kann ich in diesen Raum hinhalten. Was ist dort drüben? Ah, mal wieder eine goldene. Was ist das hier? Oh, noch eine Tür. Okay, wir haben jetzt die verschiedenste Türen hier zu machen. Aber da ist... Au! Rote Münzen! Warte, wie machen wir das am besten? Ich würde erstmal außen rum lang gehen. So, 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 so. 5 Sekunden noch. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Dankeschön. Gibt es dafür ein Juwel oder eine Geldbelohnung? Ich denke mal, ja, Geldbelohnung. Nein, noch ein Juwel. Es fehlt nur noch eins. Fehlt nur noch ein Juwel. Und der Pilz fehlt halt da noch. Geil. So. Dann holen wir uns noch das Geld hier. Da ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob man zu weit vorne ist oder zu weit hinten. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt ganz gut hin. Haben wir geschafft. Und komm, jetzt noch ein Juwel. Am besten jetzt noch ein Juwel. Nein. Aber es spricht vieles dafür, dass in dieser Mission dann noch ein Juwel irgendwie ist. Weil, dann ist das die letzte normale Mission hier, würde ich mal schätzen. Vor allen Dingen, man muss ja bedenken, wenn wir den Schlüssel haben, dann geht es halt zum Boss. Upsala. Schön. Ich möchte gleich noch was ausprobieren hier. Kann natürlich sein, dass hier wirklich noch ein Juwel ist. Und zwar kann ich vielleicht da drauf landen und dann da irgendwie rein. Die Dings. Nein, kann ich nicht. Oh, wäre zu schön gewesen. Wäre zu schön gewesen. Aber okay, dann halt nicht. So. Ah! Da war mal wieder ein Loch im Boden. Ich hasse diese Löcher. So, gib mal bitte die ganzen Papiere mal her. Braucht keiner. Und dann geht's jetzt hier hin. Aha, da gibt's den Schlüssel. Sehr cool, dann können wir damit gleich schon mal zurückgehen. Sonst ist hier draußen erstmal nichts. Nein. Okay, gut. Und das Loch, das ist ja ganz gut da, um gleich hier runter zu gehen. Sehr schön. Sparen wir Zeit. Ich hoffe, es war jetzt hier wirklich kein weiteres Juwel. Aber wir haben ja den Raum da oben mit dem Juwel. Zwei Juwelen in einem Raum ist eher ungewöhnlich. Daher gehen wir jetzt zurück. Schnell hier durch. Es regnet. Warte, warte. Ich will da kurz mal durchs Fenster gucken. Mal gucken, ob ich da was sehe. Was waren da generell hinter? Ach, das war jetzt der Typ auf Klo. Der ist ja da auf Klo. Also zumindest im Badezimmer. Keine Ahnung, was er im Badezimmer macht, aber meistens geht man ins Badezimmer. Ins Bad, um halt auf Klo zu gehen. Mal gucken, wobei ich ihn jetzt erwische. Ja. Dabei unsichtbar zu sein, ja, ist auch immer. Ja, ihr lässt sie im Viecher. Nimm mal deine Sonnenbrille hier ab. Es scheint nicht gerade die Sonne. Es wäre ganz cool, wenn ich alle drei gleichzeitig kriege, wegen Geld. Aber ich will mich auch nicht verkloppen lassen. Das muss nicht sein. Ich gehe mal hier in die Ecke. Ja komm, wenigstens 2 Stück. Wenigstens 2 Stück. Immerhin. Gut, aber es ist noch mehr hier los. Ich muss noch irgendwie ein Geist sein. Ich bleib mal hier beim Spiegel, weil den roten Riesen habe ich auch beim Spiegel zuerst gesehen. Aber hier ist nichts. Oh, was bist denn du für einer? Du bist ein neuer Geist. Hallo, lass mich raus. Kleine Geister. Ha, die ich so einfach einsaugen kann. Okay, interessante neue Geisterart. Gucken wir uns erstmal hier um. Hier könnte natürlich ein Geist sein. Okay, Toiletten, mehrere. Dann im Bad einfach ein Liegestuhl. Warum das, weiß ich nicht. Überprüfe ich mal die Waschbecken. Auch nichts.
Okay, bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwie noch ein letztes Juwel versteckt. Da ich davon ausgehe, dass das letzte Juwel auch in dieser Mission ist, werde ich mich halt dementsprechend jetzt hier auch umsehen. Warte, ich nehme das Toilettenpapier. Oh! Haha! Gerade drüber gesprochen, sehr schön. Wir haben in dem Gebiet alle Juwelen bekommen. Und das ohne irgendwie was nachzuholen, außer natürlich das eine Juwel, was ich aber dann per Zufall dann doch noch bekommen habe. In einer anderen Mission. Letzten Part. Oder vorletzten Part. Oder vorvorletzten Part. Irgendwie so. So. Aha. Achso, wir sind sogar auf im richtigen Gebäude drin. Ja, stimmt. Ich hatte ja den Raum geöffnet. Richtig. Wir sind ja wieder nach links gegangen. Richtig. So, finde den Baumtorschlüssel. Das werden wir versuchen. Gut, Juwelen oder so gibt's nicht. Buhu auch nicht. Der gucken wir uns einfach mal jetzt so. So mal ein bisschen um. Obwohl, vielleicht ist doch irgendwie hier was unsichtbar mit dem Baumtorschlüssel. Oder vielleicht muss ich ins Wasser. Ich gehe mal ins Wasser. Warum bin ich? Vielleicht muss ich. Da war ein Geist. Aber vielleicht muss ich hier mal runterspringen. Okay, ist natürlich cool, dass das geht. Aber irgendwo ist hier ein Geist. Irgendwo ist so ein lilaner Geist, ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, kann ich den mit der Düsterlampe erscheinen lassen? Da ist er gerade. Nee, warte. Hier fehlt ein Frosch. Nein, ich wollte gar nicht runterfallen. Luigi ist ausgerutscht. Ja, da fehlt ein Frosch. Dann lassen wir den mal wieder. Nee, fehlt nicht. Doch. So, kommt mal alle her. Und da ist der Schlüssel auch. Aber irgendwie vertraue ich dem Ganzen nicht. Oh oh. Oh oh. Oder hat da einfach nur jemand Spaß? Luigi? Nee! Gib den Schlüssel her! Ist nicht wahr! So, habe ich dich, mein Freund. Keine Ahnung, wer du bist. Aber ich bin derjenige, der dich aufhält. Da möchte ich eigentlich beide haben. Ach gut. Hol ich dann halt doch nur den einen. Ich voll. Ah! Die erschrecken. Das sind so ähnlich wie die Greifer aus Luigi's Mansion 3. Ah, beide habe ich. Sehr geil. Na gut, letztendlich habe ich dann dort, glaube ich, nur einen bekommen. Oder habe ich auch einen zweiten bekommen? Ist hier das Geld irgendwo? Nein. Aber dennoch gab es jetzt mindestens 4 Goldbahnen. Ja, 4 Goldbahnen gab es gerade. Komm her, mein Freund. Bevor der andere mich erschreckt. Bist du erstmal weg. Und du bist auch weg, mein Freund. Okay, Raum geklärt. Der Schlüssel ist oben. Der Schlüssel gehört uns. Wir haben es geschafft. Jetzt! Ey! Was? Ja, das Hündchen ist süß. Schnuffel heißt er, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Den haben wir auch schon mal gesehen. Durchs Fenster haben wir den schon mal gesehen. Jetzt hat er den einfach raus. Was soll denn das jetzt? Ach Mensch. Luigi, da hattest du gerade den Schlüssel und dann sowas. Heilige Hundekuchen. Wo kam dieser kleine Streuner denn her? Was da wichtig ist? Wo ist er hin? Ja. Ah, törichtes Tier. Luigi, ich hol dich schnell zurück, ja? Da bin ich gespannt, ob da jetzt noch eine normale Mission kommt oder nicht. Bist du in Hundekacke getreten oder was ist los? Keine Ahnung. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal sehen, wie es dann weitergeht. Weil wir haben ja alle Juwelen. Daher müsste es ja dann eigentlich zum Boss gehen. Würde ich schätzen. Aber jetzt, wo der Schlüssel weg ist, vielleicht müssen wir noch den Schlüssel holen, bevor wir dann zum Boss gehen. Ich weiß es nicht.
Naja, wir werden gleich sehen. Wir werden gleich sehen. So. Bringen wir erstmal unsere Reichtümer hier hin. Wir haben ja sehr viel gesammelt. Und alles bekommen. Das heißt, ich brauche nichts nachholen. Keine Juwelen, keine Boost nachholen. Ja. Tja, nun. Unverhofft kommt oft. Wir müssen uns diesen Schlüssel unbedingt zurückbeschaffen. Doch mein Paraskop scheint den diebischen Winsting nicht orten zu können. Womit lockt man Geisterhunde nur an? Mit spektralen Hundekeksen? Hm. Na, lassen wir mal deine Geister ins Gehege. Du hast sogar einen neuen gefangen, oder? Ja. Zwei sogar. Zwei neue. Diese ganz mini, kleinen. Und dann der von eben. Oh, viele Juwelen. 5 Stück. Dann der neue Geist und der neue Geist. Noch einen neuen Buhu und Reichtümer. Ja, bis zum neuen Extra dauert es noch ein bisschen, aber nicht mehr so lange. Gut, wo waren wir? Ach ja, richtig. Ich wollte ein paar Modifikationen an dem Paraskop vornehmen. So finden wir den kleinen Stromer ganz sicher. Etwas Geduld, Luigi. Es wird nicht lange dauern. Ja, in der Zwischenzeit werden wir erstmal eine Pause hinlegen, indem wir den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann, tatsächlich gibt es nochmal eine normale Mission. Nur ohne Juwelen, weil wir alle Juwelen inzwischen schon haben. Ja, gut. Dann brauche ich mich nur auf den Buch konzentrieren und dann geht's einfach schnurstracks durch. Also von daher, bis dahin euch noch einen schönen Tag und tschüss.